Hallo, meine Lieben, ich grüße euch hier ganz herzlich auf meinem Kanal Cosmic Matrix zum neuen Angel Reading. Und zwar schauen wir hier in diesem Reading rein, was so die geistige Welt, deine Engel und aufgestiegenen Meister, wer sich auch immer da zeigen mag, was die dir so für Tipps und ja, energetische Hinweise geben wollen für diese Woche, wo du es jetzt schaust. Und ja, ich bin auch wie immer ganz gespannt, habe mich schon eingetunt, mit denen verbunden, habe dir hier die drei Stapel ausgelegt, von denen du dir dann natürlich jetzt gleich einen aussuchen darfst. Wenn ich richtig informiert bin, dann gehen wir in diese Woche in den Vollmond hinein. Ja, und für alle ist jetzt die Urlaubszeit, glaube ich, vorbei. Für die meisten, die so Schulkinder haben, hat es jetzt auch wieder angefangen. Zumindest in Bayern und Baden-Württemberg waren so die letzten Bundesländer mit Ferien, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und jetzt ist es ja super abgekühlt. Ja, wir haben heute knapp 10 Grad, 9 Grad nur. Und es gab ja unglaublich viele Regenfälle. Warum ich euch auch dieses Unwettergebiet mal in Telegram und Facebook gepostet habe, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wie ihr wisst, mache ich ja jetzt auch sehr viel mit Heilgebeten seit 2 Monaten erst. Ist ganz neu und ich mache da aber unglaublich viel. Ich habe da schon mit vielen Klienten, Verwandten, Freunden gearbeitet und schon tolle Erfahrungen gesammelt. Und ich lade dich auch ein, das mal auszuprobieren, wenn du möchtest. Wenn du irgendein Thema hast in deinem Leben, das kann psychischer Natur sein, Selbstzweifel, Vertrauen, Schlafprobleme. Was kann ich da noch alles erwähnen? Ja, irgendwelche Dinge am Körper, die heilen dürfen, die du an der Haut hast, irgendwelche energetischen Blockaden. Ja, es gibt auch ein Gebet für mehr Geld in deinem Leben. Auch das finde ich ganz, ganz toll. Ja, du kannst das gerne ausprobieren. Also es braucht, je nachdem, ob das jetzt was ist, was du länger hast oder was ist, was jetzt akut da ist, braucht es mal kürzer oder mal länger. Also es gab auch schon Anwendungen, wo nach einmal alles gut war. Zum Beispiel bei einem Sonnenstich, das war dann gleich weg auf der Stelle, so ungefähr nach 10 Minuten. Ja, und es gibt halt Sachen, die chronisch da sind, die schon länger in deinem Leben sind, die natürlich dann auch mehrere Anwendungen brauchen. Wenn du dir das so vorstellst, wie geht denn das so, dann ist das ungefähr eine Zeit von 10 bis 15 Minuten. Das ist die reine Zeit, wo ich die Gebete spreche. Und du musst dazu nicht zu mir kommen. Es ist völlig okay, wenn du bei dir bist und man das mit dem Telefon macht. Es ist sogar auch möglich, dass wenn wir uns einmal kennengelernt haben und gesprochen haben, dass wir uns dann nur die Zeit ausmachen, morgen um 8 Uhr. Und du dich dann um 8 Uhr bereitlegst und ich das um 8 Uhr mache. Also es ist nicht mal nötig, dass wir da zwingend telefonieren. Nur, dass du so ein bisschen so eine Vorstellung hast, kannst mal auf meiner Webseite schauen. Da habe ich so ein bisschen erzählt. Ich mache das im Moment auf Spendenbasis, das heißt, du kannst die Anwendung alle genießen und dann kannst du einfach sagen, ich gebe dir da so und so viel, kannst dir mal durchlesen, weil ich einfach das Gefühl jetzt hatte, dass das eine richtig, richtig gute Sache ist und ich kann auch sagen, es tut mir selber total gut. Ich kriege unglaublich gute Rückmeldungen und wollte euch das hier natürlich dann auch nochmal weitergeben. Und wenn ihr mit dem Unwettergebet auch mal ausprobieren mögt, könnt ihr einfach machen. Habe ich ja das Video gepostet. Okay, jetzt lass uns hier in dieses Video reinstarten. Ich erzähle jetzt erstmal, was wir haben. Jeder Stapel ist anders gestaltet. Wie du schon siehst, immer unterschiedliche Karten. Stapel 1, Stapel 2, Stapel 3 darfst du dir auswählen. Es geht bei Stapel 1 los hier mit dem Malachit, dem grünen Heilstein. Beim Stapel 2 mit dem Magnesit. Und beim Stapel 3 mit dem Mokait. Wir haben heute alles hinten mit Eat. Ja, okay, da kannst du dich jetzt mal kurz eintunen auf deinen Stapel. Ich berühre dazu nochmal die Klangschale, kannst vielleicht nochmal durchatmen und deine Engel zu dir rufen. Und ich beginne mal mit der Klangschale. Ja, wenn du magst, atme nochmal tief ein und aus und schau mal, welchen Stapel du dir ausgewählt hast. Ich beginne jetzt erstmal mit Stapel 1 von der linken Seite mit dem Malachit. Damit geht's los.
Schieb den mal so ein bisschen in die Mitte. Und dann fangen wir hier an. Was hast du für diese Woche für Hinweise von der geistigen Welt? Lass uns mal schauen. Die Naturgeisterkarten, also alle Karten findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir den Hinweis, verlagere deine Energie. Also, vielleicht wird im Moment viel von dir gefordert. Wir sehen ja auch hier eine vielfältige Energie, sehr viele verschiedene Dinge. Verlagere deine Energie. Wo geht denn deine Aufmerksamkeit hin? Was ist denn da los? Vielleicht auch die Frage, ja, worauf achtest du gerade sehr viel und ist es denn genau das, wo du eigentlich gerade hin willst? Deswegen nimm dir auch nochmal so eine Zeit zum Kontemplieren, zum Ruhigwerden, um darüber nachzudenken, ja, was du eigentlich wirklich willst. Ich schaue jetzt auch nochmal ins Buch. Es heißt hier auch nochmal, schau, dass du dich von, also so ausmisten, dass du dich nochmal von Dingen trennst, die jetzt, oder von Gewohnheiten oder Denkweisen, alten Mustern, dass du etwas loslässt. Hier ist zum Beispiel auch genannt, übermäßiger Zuckerkonsum könnte man aus der Ernährung streichen. Zum Beispiel, es geht jetzt darum, dass du wieder ein Leben mit Leichtigkeit und Anmut führst. Was darfst du loslassen? Nochmal Hinweis auf Süchte, was da irgendwo zu viel, worum geht es eigentlich? Wie findest du wieder mehr in die Freude zurück? Das ist wirklich wichtig. Okay, dann schauen wir mal von Erzengel Gabriel. Und auch nochmal ein Hinweis. Erzengel Gabriel sagt, teile deine Kunst mit der Welt. Hier sitzt so eine Dame an der Leinwand und zeichnet. Es ist Zeit, dass andere sehen können, was du drauf hast sozusagen. Also du bist ein kreativer Mensch, das muss jetzt nicht zeichnen sein, das kann etwas anderes sein natürlich. Es ist jetzt nur ein Sinnbild. Zeige dich mit dem, was du kannst. Ja, du hast bestimmte Fähigkeiten angeeignet oder mitgebracht in diesem Leben, die du jetzt zeigen darfst, weil du davon profitierst, wenn du dich mehr zeigst und andere Menschen auch davon profitieren, weil das, was du zeigst, ist wichtig für die Welt. Was du mit Leidenschaft gern tust, das ist wichtig für die Welt. Also trau dich da immer mehr, ganz du selbst zu sein. Es geht auch um dieses authentische Leben und deswegen passen diese beiden Karten ganz gut zusammen. Wenn du Dinge, Muster, Verhaltensweisen sein lässt, die deine Energie schwächen, ja, dann kannst du noch viel mehr strahlen in deinen ganz eigenen Farben und du selbst sein. Das ist jetzt so das Motto in dieser Woche. Sei du selbst, schau nicht so viel nach links und rechts und komm wieder ganz in deine eigene Kraft. Dann haben wir von Healing Waters einen Hinweis für dich. Ah, hier geht es auch nochmal mehr in die Tiefe. Es geht nochmal in neue Tiefen hinab und du kannst in dir nochmal neue Level von ja, von Zugängen zu Mystik, zu Magie entdecken. Also es gibt auch für dich noch Türen, die sich öffnen in der Stille, in der Tiefe, wo du wieder etwas entdeckst, wo du auch auftanken kannst. Ja, du siehst ja, die taucht und hier am Boden gibt es ein Portal. Das heißt, da wo du vielleicht dachtest, dass Schluss ist, ist gar nicht Schluss, da geht es noch weiter. Du kannst durch Erfahrung lernen, ja, neues Wissen, neue Magie, neue Mystik wartet auf dich. Wenn du dir Ruhe gibst, da mal in diese Räume zu lauschen, kannst du etwas Neues herausfinden. Es lohnt sich. Was haben wir hier? Ja, was es braucht, ist so ein Loslassen, so ein ruhig machen. Lass mal alle Viere gerade sein und die Seele ein bisschen baumeln. Tanke dich auf. Ja, lass alles, was dich irgendwie schwächt, toxische Menschen, toxische Dinge, schau auch nicht Sachen an, die deine Energie runterziehen. Komm wieder in deine Leichtigkeit. Du siehst ja hier die Pusteblume, wo die lässt hier die Samen fliegen. Die können sich einen neuen Platz suchen und dort Fuß fassen. An den Boden fallen, sich durch den Wind tragen lassen. Das heißt, du brauchst auch wieder so einen Raum und eine Leichtigkeit im Moment und ein
dich tragen lassen vom Göttlichen, eine sanfte, liebevolle, ruhige Energie ist es, was dich gerade unterstützt, um auch hier in diese Tiefen vorzudringen, in die dich jetzt die Energien rufen und auch zu schauen, ja, welche Künste habe ich denn hier zum Teilen? Was will denn raus in die Welt? Was ist denn da los? Und ja, es kann eine sehr schöne Woche werden, wenn du dir immer wieder ruhige Zeiten einbaust und loslässt. Ja, also du kannst da ganz bewusst mitmachen, indem du sagst, ja, ich lasse jetzt alles los, was ich nicht mehr brauche. Und ich gebe mir jetzt Ruhepausen und tanke mich auf und lausche nach innen. Das sind deine Energien für diese Woche. Sehr, sehr schön. Wünsche ich dir eine gute Woche. Und wenn du den Stapel 2 hast, so, dann bist du jetzt an der Reihe. Schauen wir uns deine Energien an mit dem Magnesit. Welcher Erzengel begleitet dich in dieser Woche? Du hast den Erzengel Jeremiel. Schau, der hat hier so eine schöne Flagge und ein rotes, schönes Gewand und noch ein grünes Tuch und goldene Flügel. Und mit dem einen Finger zeigt er hier hoch zum Himmel. Sehr, sehr schön. Und der sagt, nimm doch mal so einen Lebensrückblick vor. Ja, nimm mal eine Inventur deines Lebens vor und beschließ, alles zu verändern oder zu heilen, was jetzt nicht im Gleichgewicht ist. Das ganz lustig ist, wie bei Stapel 1, die erste Karte, einfach mal gucken, was passt jetzt noch, was passt nicht, wo darf ich ausmisten, wo habe ich mir etwas angewöhnt, wie zum Beispiel Stichwort Zuckerkonsum, Stichwort Medienkonsum, was passt denn da nicht? Ja, wenn du so zurückschaust in deinem Leben, was tut dir gerade nicht mehr gut? Wo ist irgendwas bei dir in vielleicht gibt es irgendwelche Coping-Mechanismen, irgendwelche Angewohnheiten, die du dir mal angewohnt hast, vielleicht in der Corona-Zeit oder irgendwann anders, in einer stressigen Zeit. Vielleicht hast du das Rauchen angefangen und wolltest ja schon ewig aufhören. Oder was auch immer. Vielleicht schaust du zu viel auf dein Handy. Ja, vielleicht arbeitest du auch zu viel. Vielleicht brauchst du wieder eine gute Pausenregelung, ein gutes Wochenende für dich frei immer. Ja, wo darfst du wieder mehr an die Leichtigkeit und Freude kommen und welche Muster dienen dir im Moment gerade nicht mehr? Oder auch welches Essen oder welche Tätigkeiten geben dir mehr Stress als Erholung? Überleg mal in dieser Woche, schau mal so ein bisschen mit so einem anderen Blick. Dann haben wir sind ja jetzt auch bald hier am 21.09. Mensch, liebe Leute, ich habe ganz das Datum vergessen. Ja, wir gehen doch in dieser Woche in den 21.09. hinein. Wie ihr seht, schon wieder so viel los hier mit Hochwasser und kalt und Ding. Also wir gehen jetzt auch in die Herbsttag- und Nachtgleiche hinein. Und es ist natürlich super, da auch nochmal zu schauen, was ist denn jetzt mit meinem Leben los? Was passt denn gerade nicht? Ja, ganz, ganz toll, da jetzt nochmal drauf zu achten. So. Was haben wir hier? Ganz wundervoll. Gebe dich der Süße des Lebens mehr hin. Wir haben hier schon eine schöne Frau und einen schönen Mann. Eine unglaublich schöne Quelle. Und das sind ja die Starseed-Karten hier. Und wir haben hier andere Planeten und andere Monde. Also eine unglaublich schöne Natur. Fällt mir als erstes so Hawaii ein oder so. Ja, das ist eine Venus-Energie, die hier zu dir kommt. Es geht um Freude. Es geht darum, Liebe mit dem Leben zu machen, also richtig das Leben wieder zu genießen. Wie viel Genuss und Freude hat denn in deinem Leben Platz? Wie viel wahrer Genuss? Ja, manchmal meint man ja, man guckt in sein Handy und es sei Genuss, aber dann ist es gar kein Genuss oder was auch immer du tust. Noch ein Bier, noch ein Wein, noch ein dies, noch ein das, noch eine Schokolade. Ja, und hinterher merkt man, man fühlt sich ganz ausgelaugt am nächsten Tag, gar nicht gut. Was ist denn die wirkliche Freude? Ja, was tut dir denn echt gut? Ja, mit jemandem sich treffen, zusammen sein, ein schönes Bad besuchen. Ja, wenn es jetzt wärmer wäre, könnte man natürlich noch draußen baden gehen. Aber es wird noch mal wärmer. Ja, was nährt dich? Wie kannst du dein Herz wieder öffnen, auch wenn es gerade so kalt ist? Was tut dir gut? Vielleicht ein bisschen Sport machen, jemanden treffen, eine schöne Zeit verbringen und vor allen Dingen wieder die Lebensfreude einladen. Was haben wir hier? Wie heißen sie jetzt gleich wieder?
Körper und Seele von Louise. Hey, ich bin flexibel und offen. Ist hier so eine Affirmation, die du nehmen kannst. Auf der anderen Seite steht, ich bin offen für den Wandel. In jedem Augenblick habe ich die Chance, mehr und mehr mein wahres Sein zu leben. Leicht und mühelos fließe ich im Strom des Lebens. Das ist doch wundervoll. Öffne dich für dein wahres Sein. Vielleicht hast du dir ganz viele Dinge angewöhnt in deinem Leben, die du nicht bist. Die dir gar nicht Spaß machen, die gar keinen Sinn machen, wo viel zu wenig Freude am Ende für dich hinaus. Also du fühlst dich nicht gut am Ende. Also schau mal, was du jetzt wieder mehr machen möchtest. Dann haben wir noch diese neuen Karten dabei. Ich glaube, einmal hatte ich sie schon dabei. Und zwar, ja, es ist einfach das kleine Kartendeck, heißt es einfach. Und was haben wir bei dir? Ja, die Stimmungen können immer wieder eine Rolle spielen. So wie auch das Wetter wechselt, so können auch deine Stimmungen immer wieder wechseln. Und das Spannende ist, erstens mal darf es auch mal regnen natürlich und man darf auch mal schlechte Laune haben. Man darf auch mal sauer sein. Aber wichtig ist, dass nicht immer schlechte Laune oder Trübsal geblasen wird, sondern dass du auch wirklich für dich selber sorgst, dass du auch schöne Zeiten hast, ja? Dass du irgendwas machst, wo du merkst, da geht dein Herz auf. Da fällt mir jetzt natürlich bei dem Wetter sowas wie Sauna ein oder ein Heilbad, eine Salzgrotte oder irgendwie sowas Schönes besuchen. Also sorge gut für dich, dass du Sachen machst, die schön sind. Hast du so eine Community? Gibt es so eine Gruppe, wo du gern hingehst? Wo tankst du auf? Wo macht dein Herz auf? Ja, und jeder Mensch hat natürlich auch wechselnde Stimmungen, auch gerade jetzt, wenn die Energien so hoch sind und jetzt noch der Mond kommt und das Wetter ein bisschen verrückt spielt, ne? Dann haben wir alle unsere Stimmungen. Und so sei auch du mit dir gnädig. Ja, erlaubt dir auch zu lachen und alles darf da sein und verharre nicht zu sehr ja, in den düsteren Gefilden. Sei offen und flexibel und probiere mal auch wieder was Neues aus. Okay, dann wünsche ich dir jetzt auch eine ganz, eine schöne Woche. Schön, dass du dabei warst. Und dann kommen wir schon zum letzten Stapel. Den holen wir jetzt hier. Und wenn du den gewählt hast, den Mokaid, dann wirst du schauen, was deine Karten sagen. Okay. Was zeigt sich? Hier kommen ja die Engel. Und wir gehen jetzt ja in dieser Woche in die Herbsttag- und Nachtgleich. Und wir schauen mal auch, was da bei dir sich für eine Energie zeigt. Und mit dem Vollmond jetzt auch. Upsi, welchen Engel haben wir bei dir? Engel Nummer 2. Einfach mal kurz anschauen. Ich schaue mal nach, was das für ein Engel ist. Was der für eine Botschaft hat für dich. Und zwar ist es der Engel für die Geborgenheit, der jetzt kommt und der sagt: In den Armen der Engel findest du Geborgenheit. Gestalte dein Leben aus diesem Gefühl heraus. Also, wenn du dich jetzt schon mit den Engeln geborgen fühlst und daraus dein Leben entwirfst und gestaltest, ja, was würdest du dann anders machen? Wenn da so ganz viel Liebe und Wärme und Geborgenheit jetzt in deinem Leben ist, wie würdest du auf dich schauen? Wie würdest du die Dinge machen? Was wäre denn dann anders? Ja, Geborgenheit ist ja so ein ganz sicheres, warmes Gefühl von Gehaltensein und so. Wenn du dieses Gefühl jetzt in dir ganz fest findest und verankerst, was würdest du denn dann, würdest du neue Entscheidungen treffen? Was würdest du mehr tun? Was würdest du weniger tun? Also auch hier sagen die Engel dir, es darf in eine schöne, liebevolle Richtung gehen mit dir. Ist jetzt ähnlich wie bei den anderen beiden Stapeln. Die sind wirklich für dich da, wenn du gerade die Geborgenheit nicht so findest. Aber die Anregung ist, wenn diese Geborgenheit jetzt da wäre, was würdest du neu machen? Welche Wahl würdest du dann treffen? Würdest du dich denn mehr entspannen? Würdest du denn schöne Dinge machen? Würdest du ja dir etwas Gutes gestatten? Einen kleinen Mittagsschlaf, einen Plausch mit der Freundin. Was wäre dann vielleicht im positiven Sinne anders? Oder was würdest du weniger tun? Dann schauen wir mal von Christine Arana Fada die Karten der Bestimmung. Ja, was zeigen die für dich? Wo geht's lang? Was sagt dein Seelenweg zu dir? Hier haben wir so eine Priesterin und die Karte heißt, du bist eine Priesterin von Avalon und die Magie des Wassers schwingt in dir. Wasser haben wir gerade sehr viel in Deutschland, ne? Nicht nur in Deutschland.
Ja, Wasser ist auch immer das Element Gefühle. Das heißt, wenn es auch ganz viel regnet, dann werden natürlich auch wieder die Gefühle gereinigt hier. Und in dir ist so eine Priesterinnen-Energie und die möchte jetzt wieder aktiviert werden. Ja, du warst auch schon in Avalon und du wirst jetzt wieder gerufen, dich an diese alte Magie zu erinnern. Wasser ist die Wiege des Lebens, das Element der Gefühle und Emotionen und Träger deiner Magie. Also vielleicht ist Wasser auch für dich sehr, sehr wichtig, ja? Du kannst nochmal dich daran zurückerinnern, wenn du Wasser siehst, wenn du dich ganz, ganz wohl fühlst. Vielleicht kommen dann manchmal so Erinnerungen zurück. Ja. Nimm dir auch wieder ruhige Momente und vielleicht, ich sehe gerade so ein Bild vor mir, wenn du dir am Abend eine Kerze anzündest, das ist jetzt zwar das Feuerelement, aber einfach so für diesen heiligen Raum und dir eine schöne Schale aufstellst mit Wasser. Und da auch mal einfach vor diesem Wasser meditierst. Manche sagen ja, man kann im Wasser etwas sehen. Man kann ja natürlich auch schöne Blütenblätter hineintun oder ein paar Kristalle hineingeben. Schau mal, was du da machen möchtest mit dem Wasser. Du kannst natürlich auch ein total schönes Fußbad machen mit ein bisschen Meersalz oder sowas. Schau mal, irgendwie ruft dich das Element Wasser. Oder du nimmst ein paar schöne Vollbäder in dieser Woche. Was will da von dir mit Wasser gelebt werden? Lausch mal rein. Dann haben wir hier einen Hinweis von der Birgit Fischer mit den Starseeds-Karten. Oh, da kommt die Kasunai kommen zu dir. Kasununai. Kasununai. Die sehen so aus, wie du sie hier siehst. Ganz feurig irgendwie. Ne? Schauen wir mal nach. Was ist denn das für ein Volk? Und was bedeutet es, wenn die Kasunai zu dir kommen? Ich werde die mal raussuchen. So, erstmal meine Brille aufsetzen, damit ich was sehe. Kasunai, was seid ihr? Ich suche sie, ich habe sie gefunden. Und zwar sagen sie: Wie ein Wirbelsturm verändert sich deine Welt und offenbart dir die wahre Treue der anderen. Ein Wirbelsturm kann sich zeigen. Es geht um den Ursprung. Also diese Kasununai, die verweilen bei den Weltenbäumen. Sie beschützen sie und leben ein liebliches Zusammensein mit diesen. Ihre sehr dunkelbraune Haut wirkt wärmend. Die gedrehten, braunen und steil nach oben gerichteten Haarbüschel auf dem Kopf wirken wie Dreadlocks, sind aber energetische Antennen. Während ihre Energie sehr ruhig, anmutig und bedacht wirkt, spürt man in ihrer Gegenwart, welchen Energiesturm sie auszulösen vermögen. Wie ein universeller Hurrikan wirken sie um die Weltenbäume, sobald diese bedroht werden. In ihrem Wirken reinigen sie die Luft, das heißt die Energie rund um die Weltenbäume. Also, wenn die jetzt zu dir kommen, ich lese nochmal was, warte mal. Sie haben eine Heimat an einem anderen Ort, doch sie leben die Liebe und fühlen sich dort zu Hause, wo sie leben. Ihre Treue und Liebe zu den Weltenbäumen ist ein Zuhause, das sie nichts bereuen lässt. Ihnen wohnt ebenso die Meisterschaftsenergie inne. Das ist toll, dass die dich jetzt begleiten. Wenn die jetzt kommen, die sind auch für die Tatkraft, steht hier. Kannst du dich auch mit denen verbinden. Und es geht hier um Liebe und Treue. Das ist so das Thema dahinter. Ja, vielleicht auch manchmal Wut, was auch mit diesem Wirbelwind zu tun haben kann. Dass du jemanden beschützen willst, den du sehr, sehr lieb hast. Schau mal, was da in dieser Woche ist mit dem Thema Liebe, Beziehung. Ja. Vielleicht hast du auch einen Bezug zu den Weltenbäumen. Kennst du die? Diese ganz, ganz großen Bäume, die man auch in dem Film Avatar gesehen hat, die da gefällt wurden. Das sind ja diese Weltenbäume, ne? Man sagt ja, dass die auf der Erde existiert haben und energetisch auch immer wieder erscheinen. Es gibt immer so Lichtsäulen, die erscheinen einfach so zwischen Himmel und Erde. Und da sagt die Birgit Fischer, dass sich da die Weltenbäume energetisch wieder aufbauen. Ja, und ganz spannend. Also diese Kasununai, ja, die beschützen das irgendwie. Und die haben halt auch mit der Liebe zu tun. Was ist bei dir mit der Liebe in dieser Woche?
Vielleicht hat auch die Avalon-Priesterin bei dir mit der Liebe zu tun, mit dem alten Glauben an die Liebe und mit Heilfähigkeiten auch bei dir, ja? Ich habe jetzt noch hier eine Karte. Schauen wir mal, was da kommt. In dir klingt was, wenn es deins ist. Das ist der Funke, der überspringt. Das sieht doch jetzt irgendwie auch nach Liebesbeziehung aus, findet ihr nicht auch? Dass man das genau spürt, wenn der andere Mensch mit einem verbunden ist, dann klingt was in dir. Auch natürlich im übertragenen Sinne, wenn jemand etwas erzählt und es hat was mit dir zu tun, wenn die Resonanz stimmt, auch dann schwingt etwas in dir und dann wird etwas in dir berührt. Also lausche gut hin, denn auch in dieser Woche ist diese Priesterin in dir sehr aktiv. Ich habe jetzt auch noch mal den Impuls. Lass mich noch mal nachschauen hier von der Priesterin. Vielleicht hat die noch eine Botschaft für dich. Ich werde das jetzt noch mal raussuchen. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Sätze, die für dich wichtig sind, die du hören musst. Lass mich mal schauen. Okay. Wasser ist die Wiege des Lebens, das Element der Gefühle, Emotionen und Träger deiner Magie. Das Leben selbst spricht mit dieser Karte zu dir, denn es wird von dir zu wenig gewürdigt. Diese Karte möchte die Priesterin von Avalon, die du einst warst, und ihre tiefe Verbindung zum Wasser in dir erwecken. Darüber hinaus fordert sie dich auf, allen Groll und Ärger zu transformieren. Haben wir wieder den Hinweis, ne, mit Wut, Groll. Wasser ist unser wichtigstes Heilmittel, unser aller Lebenselixier und ein ausgezeichneter Informationsträger. Die Priesterinnen von Avalon huldigten allen Göttern und Göttinnen, doch waren sie ganz besonders stark mit der Mondgöttin verbunden. Ja, was wir diese Woche ja den Vollmond haben, die die Herrscherin über das Wasser ist. Avalon selbst war von Wasser umgeben und wurde von diesem behütet. Der heilige See, der Avalon allzeit umgab, hüllte die Insel in dichte Nebel, wenn Avalon selbst oder die Priesterinnen in Gefahr war. Du warst und bist eine Priesterin von Avalon, eine Dienerin der Mondgöttin, somit ebenfalls eine Beherrscherin des Wassers. Bei dieser Karte geht es um das Element Wasser in dir, um deine Gefühle und Emotionen. Es ist an der Zeit, sie zu befreien. Eine Reinigung steht an, damit das Wasser in dir wieder ein heilender Quell für diese Welt sein kann. Lebe, lache und feiere das Leben. Bist du glücklich und voller Freude, wirst du Glück und Freude in diese Welt bringen. Das ist die Magie des Wassers, der Gefühle und Emotionen. Und dies ist ein Teil deiner Bestimmung. Spüre Avalon in dir, es schwingt in deinem Herzen. Die avalonische Priesterin, die du einst warst, flüstert dir leise zu, sei eine freie Frau und wisse, wie überaus wertvoll du bist. Ja, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Ja, lausch mal nach innen. Vielleicht hast du irgendwelche Impulse, was du mit einer Schüssel Wasser und einer Kerze oder ein paar Heilsteinen machen kannst. Vielleicht kannst du dich irgendwie rituell reinigen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr die Priesterin in euch tragt, als Erinnerung und wisst, wenn ihr eine schöne Schale Wasser habt und Kerzenschein, wie ihr euch mit diesem Wasser wieder reinigen könnt. Erinnere dich daran. Ich finde das jetzt auch schön. Ich könnte dir jetzt auch irgendwas vorlesen oder was sagen, genau. Aber versuch doch mal selbst, dir ein Ritual zu entwerfen. Weil wir gehen doch jetzt immer mehr selbst die neuen Wege und lausch doch mal, was deine Seele machen will. Was dein Körper einfach weiß, was er tun soll. Weil ich bin mir sicher, dass da einfach schon von alleine was kommt. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen 21.09., einen schönen ersten Äquinox, der mir völlig fast untergegangen wäre vor lauter, was schon wieder alles los ist, so kurz nach dem Urlaub. Genau, ich wünsche euch schöne Vollmondenergien. Ich wünsche euch hier wundervolle Energien mit Avalon, mit den Engeln, mit den aufgestiegenen Meistern. Sorgt gut für euch und eine ganz, ganz schöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne Kommentare, teilt gerne das Video und ich freue mich total, wenn du das Video abonnierst oder einen Daumen nach oben gibst. Vielen lieben Dank und bis bald.